Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Chinchillas stammen eigentlich aus den Anden und können bis zu 20 Jahre alt werden. Und damit herzlich willkommen zu Tierisch München. Wir haben heute dieses kleine Kerlchen für Sie in der Sendung und zeigen Ihnen, worauf es bei der Haltung von Chinchillas ankommt. Und außerdem haben wir noch diese Themen für Sie. Mission Adoption. Kätzinnen Zenzi und Ivory suchen Kuschelplatz und Freigang. Mädchen-WG. Chinchilla-Gruppe aus dem Starnberger Tierheim ist bereit für ein neues Zuhause. Und Münchner Stadtwald. Alachalohe ist Lebensraum für rund 400 Pflanzen und über 1000 Tierarten. Tierisch München heute wieder aus dem Tierheim in Starnberg. Und für mich ist es was ganz Neues, weil wir haben noch nie Chinchillas vorgestellt. Habt ihr öfters welche hier? Ist das für euch ganz normal oder ist das auch für euch was Besonderes? Wir haben die auch relativ selten nur. Zum Glück muss man sagen, weil sie auch sehr schwer zu vermitteln sind. Die haben bei uns immer eine sehr hohe Verweildauer. Die sind jetzt auch schon seit einem halben Jahr bei uns, die drei. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir für die ein schönes Zuhause finden könnten. Genau deshalb sind wir hier. Drei Stück sind es insgesamt. Du hast vorher gesagt, die lassen sich wahrscheinlich gar nicht blicken, aber... Das Gegenteil ist der Fall. So kann man sich täuschen, ja. Aber ein bisschen scheu sind sie leider schon noch. Normalerweise, wenn man die dann zu Hause hat und sich viel mit denen beschäftigt, werden die schon sehr zahm, die Chinchillas. Aber hier im Tierheim-Alltag, wo wir eigentlich nur füttern und sauber machen, gewöhnen die sich natürlich nicht so gut an Menschen. Wie sollte denn jetzt so ein Zuhause für Chinchillas aussehen? Also was brauchen die alles? Das sind total bewegungsfreudige Tiere. Die klettern auch gerne viel, also es sollte auch ein relativ hohes Gehege sein. So die meisten Volieren, die man im Handel fertig kaufen kann, da würden wir sie nicht hinvermitteln. Was für die gut wäre, wäre halt schon irgendwie so ein Spielzimmer oder man kann die auch gerne im Garten halten. Mit unseren Wintern haben die überhaupt kein Problem, die sind sehr robust, was Kälte angeht. Muss man halt nur irgendwas Überdachtes haben, aber es sollte halt schon so eine Höhe von 2 Metern und eine Grundfläche von so 2x2 Metern mindestens haben und das wäre eigentlich schon ziemlich klein, wenn man ehrlich ist. Man sieht es jetzt hier auch schon ein bisschen. Die haben hier bei euch einen Raum im kleinen Tierhaus. Die haben Versteckmöglichkeiten. Die haben da unten auch nochmal ein Laufrad für mehr Bewegung. Was fressen die denn und wie alt kann so ein Chinchilla werden? Die können ziemlich alt werden. Also 20 Jahre sollte man auf jeden Fall einplanen, aber wenn es gut läuft, können die auch mal über 30 Jahre alt werden. Also unsere Chinchillas, die sind jetzt, 1 ist 7 und 2 sind 5 Jahre alt. Die sind sozusagen noch relativ jugendlich, da die haben noch einen Großteil ihres Lebens vor sich. Die fressen sehr gerne Kräuter, die sind einen sehr kargen Lebensraum gewohnt. Es gibt ziemlich gute fertige Mischungen, die hauptsächlich aus Kräutern und Alfalfa bestehen und vielleicht mal so eine getrocknete Hagebutte mit dabei oder so. Bei denen sollte man noch ziemlich Piano machen mit dem Futter. Weil wenn man denen Frischfutter gibt, in größeren Mengen, das vertragen die überhaupt nicht, dann kriegen die ziemlich schnell Durchfall und auch Diabetes sind die sehr anfällig und so. Was die auch noch unbedingt brauchen, ist ein Sandbad, das ist ganz wichtig für die, weil über das Sandbad machen die ihren Gruppengeruch. Wenn die das nicht machen können, dann fangen sie irgendwann an zu streiten und zu kämpfen. Und ich würde auch immer empfehlen, egal wie groß das Gehege ist, eigentlich ein schön großes Laufrad mit reinzumachen, weil so viel Bewegung, wie die Tiere eigentlich gerne haben möchten, kann man ihnen eigentlich in der Haltung sowieso nicht bieten. Jetzt haben ja Kleintiere, dazu zählen auch sowas wie Kaninchen und Meerschweinchen, oft diesen Ruf des Anfängertiers oder Tiere für Kinder. Obwohl es ja genau nicht so ist, weil die ja oft keine sind, die gestreichelt werden wollen und viel Platz brauchen. Wie ist es bei den Chinchillas? Also die Chinchillas sind schon wesentlich menschenfreundlicher als jetzt Meerschweinchen oder auch Kaninchen. Wie gesagt, man muss sie halt an einen gewöhnen, das braucht schon Zeit und Ruhe, aber dann haben die auch kein Problem damit, mal auf einen drauf zu klettern oder so. Also ein klassisches Streicheltier sind die auch nicht. Die haben halt auch die Fressfeinde und haben dann Angst, wenn man die von oben irgendwie anfassen möchte, aber wenn sie einen gern haben, dann springen sie von alleine auf die Schulter und knabbern einem am Ohr rum oder so. Also für etwas ältere Kinder sind die eigentlich super geeignet. Oh.
Die Alachalohe ist ein Naturschutzgebiet und trotzdem lebt dort nur noch ein Schwarzspechtbrutpaar. Das Stückchen Natur ist Lebensraum für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Wie wichtig das Ökosystem Wald ist und wodurch es gefährdet wird, haben wir uns vom Bund Naturschutz erklären lassen. Im Stadtgebiet München gibt es 4 Naturschutzgebiete. Eines davon ist die Alachalohe. Mit einer Größe von rund 150 Hektar ist der Stadtwald einer der letzten Restbestände des einst für den Münchner Norden und Westen charakteristischen Lohwaldgürtels. Wie alle Wälder ist auch die Alachalohe ein komplexes Ökosystem. Also wir haben ein System, wo alles Mögliche zusammenhängt. Also die Bäume, die Sträucher, die ganzen Pflanzenarten und ganz viele Tierarten. Also wir haben hier in der Alachalohe, wo wir jetzt hier stehen, im Naturschutzgebiet Alachalohe, an die 400 Pflanzenarten, die hier vorkommen und über 1000 Tierarten. Wie viele Tierarten es eigentlich sind, weiß man gar nicht genau, sondern man müsste eigentlich Kartierungen machen, man müsste eigentlich Experten haben und die mal losschicken, was gibt es für Käfer hier, was gibt es für Tagfalter, für Nachtfalter, für Fledermäuse. Also es sind unheimlich viele Tiergruppen, die hier noch nie untersucht worden sind in den letzten Jahrhunderten. Mit etwas Glück entdeckt man zwischen den Baumkronen auch ein Schwarzspechtpaar. Die Vögel sind eng an alte Baumbestände gebunden und haben eine Reviergröße von rund 1 Quadratkilometer. Als größte Spechtart und Pionier des Waldes erschließt der Schwarzspecht vielen anderen Höhlenbrütern den Wald und insbesondere das Altholz. Wir haben noch ein Brutpaar hier in diesem Wald, der ist 1,5 Quadratkilometer groß. Wenn die Waldfläche kleiner wird, dann reicht es nicht mehr, genügend Nahrung für die Schwarzspechte zu haben und entsprechend ist dann der Schwarzspecht irgendwann mal weg. Das Ökosystem Wald ist eine Lebensgemeinschaft, die sich durch hohe Stabilität und Vielfalt besonders auszeichnet. Dennoch ist es gefährdet und hat verschiedene Aufgaben für Mensch und Tier. Ganz entscheidend ist, dass sich die Leute hier Erholung finden, dass Kohlendioxid gebunden wird, dass Sauerstoff produziert wird. Also es ist sehr vielfältig, was so ein Ökosystem Wald den Menschen eigentlich bietet. Die größte Gefahr ist tatsächlich unser Lebensstil, also die Abgase, das CO2, was wir emittieren, die ganzen Treibhausgase spielen eine Rolle. Der Wald steht massiv unter Klimastress. Die Veränderungen des Klimas wirken sich massiv aus. Gerade in München haben wir zunehmend weniger Niederschläge. Wenn wir Niederschläge haben, dann eher mal Starkregen. Aber dieser gleichmäßige Landregen bleibt eigentlich aus. Als langlebiges Ökosystem ist der Wald überlebenswichtig für Tier und Mensch, das es durch jeden Einzelnen von uns zu schützen gilt. Denn nur so bleibt das Naherholungsgebiet mitten in der Stadt bestehen und das Schwarzspechtbrutpaar in der Alachalohe. Zurück bei Tierisch München, dieses Mal wieder aus dem Tierheim in Starnberg. Tanja, ihr habt aktuell fast 40 Katzen hier und 2 davon, nämlich die Ivory und ihre Mama, die Zenzi, die wollen wir heute mal genauer vorstellen. Und die beiden haben ja auch eine besondere Geschichte, wie sie hierher gekommen sind, oder? Genau, die Mama Zenzi, die ist mir bei einer Futterstelle aufgefallen. Wir haben im Landkreis weit verstreut überall Futterstellen eingerichtet für freilebende Katzen. Und da ist sie mir aufgefallen, dass wir sie noch nicht kastriert haben. Haben sie dann eingefangen und sie war tatsächlich trächtig mit 3 Babys. Und die Ivory ist jetzt quasi das letzte Baby, was noch hier bei der Mama ist. Die beiden Geschwisterchen, die haben wir schon vermittelt. Und jetzt suchen wir für die Mama und Tochter quasi ein schönes neues Zuhause. Für das, dass die Zenzi ja dann in einer Futterstelle gefunden wurde oder an einer Futterstelle gefunden wurde, ist sie ja sehr, sehr zutraulich. Also man könnte meinen, dass sie jetzt den Kontakt zu Menschen nicht so gewohnt ist, aber das Gegenteil ist der Fall. Genau, am Anfang war sie richtig scheu, also man durfte sie auch nicht anfassen, hat sich aber jetzt über die Zeit hinweg wirklich toll entwickelt und ist jetzt eine ganz große Schmuserin geworden. Und ihre Tochter ja genauso. Genau, genauso die Ivory, die war am Anfang ein bisschen zurückhaltend, aber das hat sich jetzt auch gelegt. Ist jetzt ganz verspielt, genau wie die Mama. Dass sie zusammenbleiben sollen, hast du schon gesagt. Wo sollen sie denn sonst noch hin? Also welches Zuhause suchen sie? Die suchen auf jeden Fall ein schönes Zuhause mit Freigang. Dadurch, dass sie auch quasi als Freigängerin geboren wurde, möchten wir da auch jeden Fall ein schönes Freigängerzuhause. Zenzi ist ungefähr 5 Jahre alt und die kleine Ivory ist Mitte April geboren. Deswegen gerne auch zu einer Familie mit Kindern. Beide sind sehr verschmust und verkuschelt und genau, können wir uns auch gut als Familien Katzen vorstellen. Wenn man jetzt genau hinschaut, die Zenzi hat am Auge, das eine sieht ein bisschen anders aus als das andere. Mhm.
Hat sie da was? Ist das schlimm? Muss man da irgendwas Besonderes beachten? Es ist tatsächlich so, die Zensi ist wahrscheinlich bei dieser Futterstelle, hat sie mal einen Kampf ausgetragen und hat eine Kralle abbekommen ins Auge. Das heißt, das Auge ist leider blind auf dieser Seite. Man muss aber nichts machen. Es sollte aber jährlich, wenn man eh zum Impfen geht und zum Zahncheck, sollte das sich der Tierarzt mal anschauen. Wenn man jetzt merkt, dass es tränt oder sie stört, dann müsste im schlimmsten Fall das Auge entfernt werden. Aber es ist nicht schlimm, weil sie sieht ja eh schon nichts mehr auf dem Auge. Jetzt haben wir vorher schon zwei Chinchillas vorgestellt. Ihr habt über 40 Katzen hier. Wie kann man denn ganz generell mit euch in Kontakt treten und die Tiere, ganz egal welche es sind, kennenlernen? Also gerne bei uns auf der Homepage vorbeischauen. Dort sind alle Tiere vorgestellt. Dann kann man das Kontaktformular ausfüllen und sich auch gerne sonst telefonisch bei uns melden. Und die beiden sind ja auch bereit auszuziehen. Es muss eigentlich auf nichts mehr gewartet werden, oder? Genau, also die Zensi ist schon kastriert, sind beide geimpft und auch gechippt. Die Ivory, da müssen wir noch 3 Monate warten mit der Kastration, aber die beiden dürften theoretisch ausziehen. Das war Tierisch München für diese Woche. Wie immer finden Sie alle Steckbriefe der Tiere, die wir heute vorgestellt haben, auch auf unserer Homepage unter www.münchen.tv. Und Sie finden dort auch alle Beiträge und die vergangenen Sendungen Tierisch München. Da lohnt es sich eigentlich immer reinzuschauen, jetzt aber besonders, denn wir verabschieden uns in eine kurze Wiesenpause. Denn München TV sendet wieder live von der Wiesen 16 Tage aus dem Paulanerzelt. Und deswegen sehen wir uns dann im Oktober wieder. Ich freue mich sehr, wenn Sie dann wieder einschalten zu Tierisch München.